Herzlich willkommen, Leute. In Breslau sind wir gerade angekommen. Und zwar im Monopol Hotel. Könnt ihr hier sehen. Und genau auf diesem Balkon da oben hat Adolf Hitler zum Volk gesprochen. Wie der Zufall so will. Wir haben vorhin eingecheckt. Wisst ihr, welches Zimmer wir bekommen haben? Ich habe direkt das Zimmer da bekommen. Das heißt, das werdet ihr auch gleich sehen. Und natürlich sympathisiere ich 0,0 mit dem Herrn, den ich eben genannt habe. Schaut euch mal das an. Das könnt ihr dann gleich sehen. Ihr könnt dann gleich dieses Gebäude sehen, die Reling sehen. Was ist der Grund, warum wir hier sind? Wir machen eine, das hört sich jetzt wirklich alles blöd an, gell? Dass wir eine Expansion machen. Natürlich nur eine wirtschaftliche Expansion, keine militärische. Und zwar nach Breslau. Wir haben hier die Baupläne. Ich muss mal kurz reingehen, weil es hier einfach zu laut ist, Leute. Und ich starte wieder mit ein paar Vlogs. Einfach deswegen, weil Coco mehr oder weniger vorbei ist und man auch wieder reisen kann und Vlogs machen kann. Ich gehe mal kurz rein hier. Und das hier, Leute, sind die Pläne hier für einen neuen Laden. So schaut das Ganze aus. Da gehen wir nachher hin. Alles hier Fußgängerzone. Und genau da wollen wir einen Laden reinmachen. Schön hier an der Promenade. Das ist dann der neue Hotspot hier in Breslau. So wird das Ganze ausschauen. Okay, zack. Und hier, wahrscheinlich hier 120 Quadratmeter. So zack, zack, da kommt es rein. Hier die Außenplätze. Da sind alles voll hier mit sehr tollen Restaurants. So, jetzt gehen wir hier rein ins Zimmer. Wie ich schon gesagt habe, hier draußen hat es alles stattgefunden. Hier gesprochen, da sieht man das Gebäude, da sieht man die Reling. Und gleich gibt es das Bild auch noch. Fühlt sich echt ein bisschen komisch an. Vor allem, wenn man denkt, dass, also das Video, das nehme ich jetzt gerade auf, während schon wieder ein Krieg ausbricht zwischen Ukraine und Russland, wozu ich mich jetzt auch nicht äußern werde. Crazy alles. Und ich gehe jetzt erstmal kurz in den Spa-Bereich. Gehen wir da mal hin. Also hier wird so viel gebaut, Leute. Alles neu und die Stadt wächst. Und in genau solche Städte wollen wir rein, die wachsen, wo was vorwärts geht. Und mir gefällt es hier, muss ich sagen, wirklich sehr gut. Costa Coffee, das ist ähnlich wie Starbucks. Starbucks gibt es hier auch. Schaut mal da oben einen Turm an. Also, solche Hochhäuser gibt es bei uns in München nicht und sogar Kinderentertainment. Hier gingen aber auch während Coco richtig viele Läden kaputt. Also es sind wieder richtig viele Läden leer, werden erst neu besetzt und auch hier gingen wirklich richtig viele pleite. Das war anscheinend davor alles voll. Sehr schön, muss ich sagen. Schaut wirklich gut aus. Es gibt auch viele deutsche Geschäfte, wie zum Beispiel Rossmann. Auch Lidl und Aldi ist hier brutal auf dem Vormarsch. Also Lidl und Aldi gibt hier, so wie in den USA, richtig Vollgas. Müsst ihr mal vorstellen, Vlog, also ungefähr 1 Euro sind so zwischen 4,5 bis 4,8 Slotte. Das heißt, die Preise sind ungefähr so wie in Deutschland. Und das Krasse ist eben auch zum Beispiel in Starbucks. Preise sind genau gleich wie in Deutschland, obwohl die Leute hier ungefähr, was verdienen die so? Ein Drittel. 400 Euro Durchschnittslohn und die Preise sind gleich. Also wirklich sehr interessant. Hier verdient man so 400, 500 Euro. In Breslau ist eine der Top-Städte hier. So schaut es auch von außen aus, Sky Tower. Aber zum Beispiel hier den Laden zu machen, wäre eben erst wieder interessant, wenn halt auch wieder 80-90% der Flächen vermietet sind. Das heißt, wir würden jetzt zuerst da einen Laden machen, wo wir jetzt gleich hingehen, in circa 6 Monaten. Und dann hier vielleicht in so einem Jahr bis 18 Monaten. Da seht ihr auch, wie man ein Business teilweise vorausplanen muss. Also wir planen oftmals ein halbes Jahr bis wirklich über 2-2,5 Jahre voraus. So schaut das Ganze aus. Da drüben ist es was. Ich werde es gleich noch auf die Landkarte zeigen. Schön hohe Decken. Rohbau noch und hier wird es einen richtigen Hotspot in Breslau und Polen geben. It will be some supermarket with fresh food. Yeah. We'd like to make some sample of medicine, aesthetic medicine. Beauty, some huh? Services. Also hier rundum überall Wohngebäude, alles ganz neu. Da vorne gibt es eine Brücke, die wird gerade fertig gebaut und dann ist hier richtig viel Traffic ab September quasi. Hier ist ein Fluss. Ab September geht es dann hier los. Das heißt, hätten wir auch noch circa ein halbes Jahr, das alles fertig zu bekommen. Ganz locker in der Zeit. Schauen wir noch ein paar andere
Läden an. Man kann auch bis hier raus kann man bestuhlen. Das ist auch noch eine Option. Und wir brauchen immer so zwischen 100 bis 150 Quadratmeter. Hier gibt es zwei Eingänge. Ist auch alles Neubauten, alles neu bewohnt. Und die Brücke wird fertig im September. Ah, super, mit zwei Eingängen. Ja. Das ist natürlich auch genial, gell? Ja, da musst du halt nur schauen, wo kommt die Küche hin. Da sind schon die WCs voreingebaut. Schaut die andere Seite aus. Hier muss auch noch die Brücke fertig werden. Das ist alles neu. Alles neu. Jetzt sind wir dann gleich mit die Ersten. Schaut auch alles sehr schön designt aus. So schaut das Ganze jetzt von außen aus, ja. Da waren wir jetzt überall drin, da kommen überall Restaurants hin. Da ist dann ein Fluss, da drüben ist ein Fluss. Hier sind alles Neubauten, Penthäuser, geile Wohnungen. Das wird super, Leute, das wird echt super. Und da ist die Brücke, von der ich die ganze Zeit erzählt habe vorhin. Und dann ist hier richtig viel Traffic, richtig viel. Und hier ist Muse. Einer der besten Läden hier anscheinend. Also da sind wir wirklich in guter Gesellschaft. Ich vergleiche immer so, würde ein Starbucks-Laden hier auch aufmachen? Und wenn die Antwort ja ist, dann sage ich, okay, dann ist es wahrscheinlich auch für uns interessant, denn wir sind ja auch von den Preisen her eher gehoben. Da muss auch das Klientel da sein, was das eben auch natürlich bezahlen kann. Jetzt besichtigen wir noch die ganze Stadt und schauen uns alle Hotspots an, alle Locations an, wo man dann eventuell auch noch einen zweiten und einen dritten Laden machen könnte. Und es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Und keine Maßnahme mehr. Also man braucht jetzt nirgendwo mehr eine Maske, man muss nirgendwo das Impfzertifikat zeigen. Also alles viel entspannter hier. Und so sah es nach dem Zweiten Weltkrieg aus. Da haben die zwei Türme gefehlt. Schaut. Zwei Türme. Sind wir wieder da. Haben sie gefehlt. Es wurde alles zerbombt. 1945. Boah, was für eine Aussicht, ha? Wahnsinn. Peruvianer. Jetzt suche ich mir hier ein bisschen Inspiration für die Läden. Schaut echt super aus. Bei Nacht, Breslau bei Nacht, ganz toll. Werde ich euch ein paar Einblicke geben. Restaurant, wie Breslau so ausschaut. Herzlich willkommen jetzt auch hier aus meiner Sitzposition. Wir machen ja einen Vlog in Polen. Das war wirklich eine ganz verrückte Woche. Also ich war zuerst in Breslau, wir waren in Warschau, dann waren wir in Wien, wir waren in Dubai, wir waren in Köln. Das war wirklich ganz verrückt und primär für zwei Gründe. Einmal für ein Event, was wir gerade aktuell planen. Das werde ich auch am Ende noch mal kurz zeigen, und zwar ein Metaverse-NFT-Event und natürlich auch für die Expansion von Juicery. Und wir werden es jetzt bei diesen Vlogs immer so machen. Ich nehme ja viele Szenen auf und ich habe also quasi einmal vielleicht 5 bis 10 Minuten Material in verschiedenen Szenen und dann habe ich noch so 5 bis 10 Minuten Material, was ich einfach so erzählen und sagen will. Und dann schneidet der Olli das eben, unser Social Media Manager, das halt dann einfach schön zusammen und gibt mir mal auch ein Feedback, wie euch das gefällt mit den Vlogs, mit den Redeszenen von mir und mit den Szenen draußen unterwegs, wo ich mich so selber abfilme. Und es sind zwei Themen, über die ich sprechen möchte. Also erstens mal, es war natürlich nicht beabsichtigt, dass wir da ins Hotel vom Hitler gehen. Das wusste ich gar nicht. Wir sind da ins Hotel Monopol. Wir haben einfach gegoogelt, 5-Sterne-Hotel, welches ist das Beste in Breslau. Und dann haben wir das erst im Nachhinein quasi erfahren, dass wir auch genau das Zimmer bekommen haben, wo Adolf Hitler gesprochen hat, nehmen wir an, zum Volk, von dieser Terrasse aus. Also war wirklich ein bisschen ein komisches Gefühl, muss ich sogar sagen. Und das war unbeabsichtigt und ich bin dann natürlich absolut kein Sympathisant oder ähnliches. Möchte ich schon mal vorneweg schicken. Und ich möchte heute zwei Themen erklären, die ganz wichtig sind im Business. Und zwar einmal das Thema Franchising und einmal aber auch das Thema, was ist denn so eine Aufgabe für den richtigen Unternehmer? Weil ich zum Beispiel, ich versuche eigentlich im Endeffekt primär Deals einzufädeln. Das heißt, ich probiere eigentlich im Endeffekt, wenn ich eine Geschäftsidee habe, zum Beispiel Juicery-Läden, Unternehmensberatung, Zeitarbeitsfirma, Metaverse-Event. Ich versuche im Endeffekt, Leute, die das können, die das jetzt umsetzen können, Vertriebler, Marketer,
Manager, Ladenbetreuer und so weiter, Ingenieure, ITler, die muss ich quasi zusammensuchen, die muss ich koordinieren in einem Projekt und muss aber auch das Geld besorgen für so ein Projekt. Und das ist im Endeffekt wirklich die Aufgabe von einem Unternehmer. Der muss einmal eine Geschäftsidee verkaufen können, und zwar zwei Parteien. Einmal den Leuten, die das Geld bringen, und einmal den Leuten, die es noch tatsächlich umsetzen. Weil der Unternehmer selber an sich, der ist vielleicht die ersten 3, 5 oder 10 Jahre operativ tätig, aber irgendwann dann, wenn es an die Unternehmensskalierung geht, um das Wachstum geht, ist er eigentlich nur noch da, neue Standorte, neue Expansion, Strategie, Idee, ne, verkauft es quasi den Geldgebern, den Investoren, den Partnern und eben auch dem Team, den Mitarbeitern und koordiniert die quasi zusammen. Und das ist auch so meine primäre Aufgabe, eben neue Franchise-Partner für die unterschiedlichen Läden zu finden, für die unterschiedlichen Länder zu finden, neue Ladenbauer, Geldgeber und so weiter und so fort. Darum geht es im Endeffekt. Und auch das Thema Franchising an sich. Eigentlich sollte jeder sein Unternehmen so aufbauen, dass man es franchisen könnte. Und das möchte ich auch ganz kurz in diesem Video erklären. Wenn man ein Unternehmen franchisen möchte, dann ist ja Folgendes der Endzustand. Und zwar, dass ein anderer kommen kann, der vielleicht gar nicht aus der gleichen Branche kommt und nach einer Anleitung mit einem neuen Team das genau gleiche Unternehmen woanders nachbauen kann. Beispielsweise wie bei McDonald's. Da kommt ja einer, der hat vielleicht von Gastronomie gar keine Ahnung und der bekommt quasi Anleitungen und kann da sein Business oder das neue Business einfach aufsetzen nach Anleitungen ohne große Vorkenntnisse. Und genau das sollte aber im Endeffekt mit seinem Unternehmen, also jeder sollte das quasi machen, weil wenn dein Unternehmen nach Anleitungen aufgebaut ist, dann ist es erstens mal skalierbarer. Das heißt, du kannst dein Unternehmen besser skalieren. Zweitens, du kannst dafür besser Mitarbeiter gewinnen und auch die Mitarbeiter schneller ausbilden. Somit kannst du auch wieder mehr Zeit haben. Du hast Systeme, du hast Prozesse, du kommst besser an Fremdkapital ran von Banken oder von Investoren. Du kannst dein Geschäft besser präsentieren und du weißt ganz genau, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und du kannst auch dein Unternehmen irgendwann übergeben oder dein Unternehmen verkaufen. Und das neben ein paar ganz wichtige Punkte. Ich werde immer wieder gefragt, Karl, was sind denn überhaupt die Kompetenzen, die du hast, dass du Unternehmen beraten kannst? Und was für eine Unternehmensberatung machst du eigentlich? Im Endeffekt machen wir Folgendes. Und zwar, wir beraten primär Unternehmen, die je nach Branche 5 bis 10 Mitarbeiter bis 100 Mitarbeiter haben. Und wir beraten Unternehmen, die im Regelfall auch die nächsten 6 bis 12 Monate ausgebucht sind. Und zwar in der Branche Baubranche, Produktionsbranche, Handwerksbranche, Gesundheitsbranche, Pflege und auch im Service-Sektor. Und das sind Unternehmen, die haben diese Mitarbeiterzahl, die haben eine 500.000 bis Millionen bis 10 Millionen Euro Umsatz, die sind ausgebucht, die haben eigentlich das Problem, dass ihnen Mitarbeitergewinnungssysteme fehlen, Mitarbeitereinarbeitungssysteme fehlen, also sie brauchen einfach mehr Mitarbeiter, die Systeme und Prozesse müssen besser laufen, sie müssen Buchhaltung, Kommunikation, Projektmanagement, auch Daten mal digitalisieren und dann könnten sie viel mehr Umsatz machen bei einer sogar noch besseren Marge. Das Unternehmen wäre hinterher auch viel mehr wert. Dann könnte man das Unternehmen sogar rein theoretisch franchisen oder skalieren oder verkaufen oder irgendwann auch mal übergeben. Und die Inhaber dieser Unternehmen, weil die sind auch meistens 10, 20, 30 Jahre alt oder älter, die Inhaber dieser Unternehmen, die wollen sich ja auch irgendwann mal aus dem Tagesgeschäft rausziehen können. Das heißt, sie wollen sich rausziehen können, sie wollen am Unternehmen arbeiten statt im Unternehmen, sie wollen die angenehmeren Tätigkeiten machen, sie wollen auch viele Dinge outsourcen. Das sind die Unternehmen, die wir beraten. Warum kann ich das? Einmal, weil ich selber schon 3 Unternehmen auf 10 Millionen Euro Jahresumsatz aufgebaut habe, Punkt 1. Und Punkt 2, weil ich jetzt auch schon mittlerweile 3 Unternehmen sogar gefranchised habe. Und weil ich eben ein Team habe und wir sind nicht nur im Bereich Marketing und Vertrieb sehr gut, sondern eben vor allem im Bereich Prozessdigitalisierung, Mitarbeitergewinnung etc. Und jetzt bin ich jetzt schon seit über 10 Jahren Unternehmer
Und genau aus dem Grund können wir das jetzt eben machen. Und das war jetzt nochmal so der Input. Wenn du entweder ein Unternehmen hast und du möchtest, dass wir genau das bei dir machen, also das Thema Systematisierung, Skalierung, du kannst mehr Umsatz machen, hast mehr Gewinn, dann mach doch einfach Folgendes. Und zwar schreib an diese Telefonnummer hin, per WhatsApp, Beratungsgespräch. Dann werden wir dich ganz individuell beraten und dir eine Einschätzung geben, wie viel mehr Gewinn könntest du machen, wie viel mehr Zeit könntest du sparen, wie viel höher könnte dein Unternehmenswert sein und viele solche Themen. Okay? Und das Zweite ist, wir bilden Partner aus, die das genau gleiche machen wie wir. Also wir bilden sie quasi zu einer Unternehmensberatung, die dann DSA heißt, aus oder zu einer Zeitarbeitsfirma sogar. Und wenn du das machen möchtest, da ist es das Ziel, dass man nach circa 4 bis 8 Wochen die ersten 10.000 Euro Umsatz macht, nach den ersten 3 bis 6 Monaten an die 50.000 Euro. Und wir haben jetzt schon über 100 Partner, die auch teilweise bis zu 250.000 Euro Umsatz machen. Und wenn dich auch das interessiert, dann können wir dich da vollumfänglich informieren, dir eine Geschäftspräsentation geben, dir alles von A bis Z zeigen. Und da schreibst du einfach auch an diese Telefonnummer, Hashtag Beratungsgespräch. Das war es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, die Vlogs machen Spaß. Abonniere gerne den Kanal, schau die Videos an und es geht hier immer zunehmend um das Thema Business, Wirtschaft, Politik, Lifestyle, Unternehmertum. Wir sehen uns. Bis dann.